Trainingskick im Hinterhof für ein Turnier mit Türkiyemspor. Die SFE ist einfach anders. Lehrer und Schüler sind manchmal kaum zu unterscheiden, denn wer hier lernt, ist über 18. Eins der letzten Kollektive der Stadt mit Lehr- und Lernbetrieb. Seit über 40 Jahren gibt es die Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof. Selbstbestimmt und selbstbewusst ist sie gestartet, linksalternativ und emanzipatorisch. Über 4 Jahrzehnte ist sie sich treu geblieben, übrigens gänzlich ohne staatliche Unterstützung. Dafür müssen die Schüler 160 Euro Schulgeld pro Monat bezahlen. Die 13 Lehrer verdienen eher schlecht als recht und sind dennoch hoch motiviert. Zu unterrichten, aber auch ja nicht nur zu unterrichten, sondern halt im Grunde genommen auch mit die Schule zu verändern, weiterzubringen. In den Anfangsjahren haben in der Fabriketage bis zu 800 Schüler gelernt. Heute sind es noch rund 200. Diese Woche findet Projektunterricht statt. Die politische Stoßrichtung hat sich kaum verändert. Gerade in den Bezirken, wo die Hausbesetzungen waren, also in Kreuzberg und Schöneberg, ein sehr großer Teil der Bevölkerung. In der SFE gibt es keine Noten. Der Unterricht wird von den Lernenden mitgestaltet. Viele von ihnen sind hier, weil sie an der Regelschule verzweifelt sind. Hier gibt es keine Hierarchien und jede Menge Freiraum für den Einzelnen. Es tut auch gut einfach, wenn man hierher kommt und man wird nicht zum Beispiel ausgelacht. Also hier sind viele Leute mit Tattoos oder bunten Haaren oder so und man ist halt nicht der Freak, sondern die Leute nehmen einen so, wie man ist. Die Schule hat so ein paar Grundlagen halt antisexistisch, also dass jede Form von Diskriminierung hier nicht erwünscht ist und auch nicht geduldet wird. Also in dem Sinne haben wir schon einen linken Anspruch. Linker Anspruch mit guten Ergebnissen. 3/4 der Abiturienten schaffen den Abschluss. Und trotzdem ist ein gewisser Wohngemeinschaftscharakter erhalten geblieben. Hier wird zusammen gegessen und alle 2 Wochen entscheidet die Vollversammlung basisdemokratisch über die Sorte des Frühstückscafés oder eine neu einzustellende Lehrerin. Im Koordinationsbüro werden die Entscheidungen dann umgesetzt. Hier sorgt Beate Ulreich, einst selbst Schülerin der SFE, dafür, dass der Laden läuft. Das Erfolgsrezept ist, dass wir uns hier alle nochmal, dass wir nochmal von vorne anfangen können, wenn die Biografie ungerade gelaufen ist. Und dass wir das hier komplett freiwillig machen. Um diese ganze Freiheit auch aushalten zu können, die man hier hat, muss man schon besonders gestrickt sein.